herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde bei mir auf der Ellerwochenbank. So, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und zwar, heute geht es darum, ich möchte ja auf dem Feld, lasst mich kurz schauen, auf dem Feld 131 möchte ich gern Mais ansehen. So, nur ist das Feld 131 ein wenig sehr klein. Das heißt, es würde sich ja rein theoretisch schon gar nicht mehr lohnen, dort Mais überhaupt anzusehen. Aufgrund der Größe. Drum habe ich mir gedacht, schade. Die Bank auf Hagenstedt gibt es nicht. Ihr erinnert euch sicherlich, im LS17 hatten wir die Bank auf Hagenstedt. Somit konnten wir auch Felder pachten. War also kein Problem. Ja, ich möchte aber ganz gerne noch ein zweites Feld dazu haben, zu dem Mais. Und zwar möchte ich gerne die 140 haben. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Kriegen wir nicht gepachtet, müssten wir kaufen. Ich würde das jetzt einfach so machen, dass ich das jetzt kaufe. Und das nachher im Herbst, dann, wenn wir das, den Mais abgeerntet haben, dann wieder verkaufe. Somit entstehen uns, glaube ich, geringfügig an Kosten. Ich weiß jetzt nicht genau, real wäre es eigentlich so, wenn man es verkauft, wenn man das Feld kauft und anschließend wieder verkauft, den Schlag, dann denke ich mal, ist der Verkaufspreis niedriger als der Kaufpreis. Das heißt, man hat einen minimalen Verlust an der Geschichte und diese Differenz könnte man dann in dem Sinne als jetzt hier im LS19 als Pacht ansehen. Pachtzins oder wie auch immer man das nennt. Ich würde es halt dementsprechend dann als Pachtzins ansehen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. So würde ich das ganz gerne handhaben. Und so machen wir das jetzt auch. Das heißt, wir haben jetzt aktuell noch 165.455. Der Wert liegt bei 131.208. Ich habe es mir mal notiert, um wirklich mal zu sehen, ob es denn nachher beim Verkauf denn wieder, ob wir das gleiche Geld kriegen oder ob wir da halt ein bisschen weniger kriegen. Realistischer, wie gesagt, wäre es, dass wir weniger wieder hinkriegen beim Verkauf. Aber okay, wir werden sehen. Heute kaufen wir das erstmal. So. Damit hätten wir das. So, dann war ich vorhin schon mal da. Dieses Feld muss gegrubbert werden. Lasst uns noch mal kurz schauen hier. Ja, das ist abgeerntet. Das heißt, Pflügen brauchen wir es, glaube ich, nicht. Ist sogar geerntet, aber grubbern müssen wir es. Schauen wir mal. Ne, Pflügen brauchen wir nicht. Aber abgeerntet ist es. Das heißt, wir müssen zumindest grubbern. Und dann haben wir, soweit ich gerade gesehen habe, die erste Düngestufe. Ja, die haben wir. Ja. Sehr schön. Und dann könnte man eigentlich das Feld 131 und 140 zum Maisfeld machen. Sprich, wir hätten einen einigermaßen vernünftigen Ertrag. Wo wir auch entweder verkaufen wir das CCM oder wir lagern es ein. Ja, CCM. Ja. Könnte man auch verkaufen, gibt einen guten Preis. Mehr auf jeden Fall als der Mais. Aktuell haben wir ja einen Silobestand. Und für einfachen Mais kriegen wir ja mindestens 785 Euro. Der Preis steigt gerade bei der Raiffeisenbank. Gut, aber okay, das ist heute nicht der Gegenstand. Also würde ich sagen, wir gehen mal zu unserem 400er. Der reicht prinzipiell erstmal aus, um das war... Wo ist er denn? Steht er noch drinnen? Nee. Ach nee, zum 800er. Wir nehmen mal heute den 800er dazu. Der 400er hat denn heute noch einen anderen Auftrag.
Bei Leistungstechnik hätte mir der 400er gereicht. Der 400er hat so ja 15 PS mehr wie der 800er. Und hat 35 PS mehr oder sogar 55. Lasst uns mal kurz gucken. Also, das ist der 800er 815 Vario, der hat 150 PS. Der 400er hat 165, der ist die maximale Motorleistung, die wir kriegen können mit dem 400er. Und wir brauchen 140, das heißt, wir sind mit 25 im Plus. Und hier haben wir gerade mal 10 im Plus. Ich denke mal, naja, sollte trotzdem ausreichen, auch wenn wir jetzt hier gerade nicht so die horrende Leistung am Plus haben. Aber okay. Gut, jetzt haben wir natürlich viel zu viel Zeit verbracht mit dem Gequatsche. So, wir fahren jetzt, wie gesagt, zum Feld 140 und werden dort den Gruber ansetzen. Erstmal, um dann anschließend auf jeden Fall den Mais auszubringen. So, dann wären wir hier auf jeden Fall auf den Schlag angekommen. Dann fahren wir hier auf den Schlag rauf. Nicht runterlassen. Ja, natürlich. Ohne dem geht's gar nicht. Da kann ich hier drücken, so viel wie ich will. Und jetzt geht's nämlich. Ja, selbstverständlich arbeiten wir hier mit GPS.
automatische Arbeitsbreite 6 Meter. Na, das funktioniert doch. Dann können wir jetzt erstmal auf jeden Fall... Genau, den setzen wir. Hat er noch drin? Ja. So. Ja. Können wir den Gruber senken? Den Quatsch können wir auf jeden Fall ausmachen. Und los geht es. Ja, werden wir mal schauen, wie wir das hier mit die Rundung machen. Und der Schlag mit dem anderen Schlag zusammen 131 sollte auf jeden Fall dann ausreichen, damit wir eine halbwegs vernünftige Menge bekommen. Weil ich sag mal so, mit dem kleinen, mit der 131 alleine würden wir da keinen Blumentopf gewinnen. Naja, jetzt quält sich hier der 815 ganz schön. Selbstverständlich wieder mit Reha-Mod drin. So, rüber runter und auf geht's.
Ja, bin mal gespannt, wann das Update kommt von der Gemeinde Rade. Gehört, die soll mehr Wohnwinkel haben. 32 oder so. Aber keine Angst, ich bleib hier auf der Ellerbach. Weil mir die Ellerbach denn doch noch ein Stück weit besser gefällt. Meine Rade ist nicht schlecht. Aber ich persönlich hätte mir gewünscht, wenn der alte Hof wieder da gewesen wäre. Aber gut, so hat ja jeder seinen Geschmack. Alles bestens. Ja, Leute, dann plane ich auf jeden Fall noch ein neues XXL-Projekt. Und zwar aus folgendem Grund, weil mir doch das Interesse da an der Hot Online Farm doch zu wenig ist. Und der anschließende Aufwand, um ein vernünftiges Video draus zu machen, kostet unheimlich viel Zeit. Und dafür ist mir einfach das Interesse zu wenig. Vor kurzem, vor ein, zwei Wochen, kam auch eine super Karte raus, also ein originalgetreuer Nachbau. Der ging dort. Ja, ich denke mal, ich werde das Video jetzt heute noch machen. Mal gucken. Aber ich denke eigentlich eher schon. Und da arbeiten wir wirklich mit Riesengeräte und auf jeden Fall Cosplay. Und dann werde ich mich mal in der Sache mit dem Autodrive ein wenig belesen. Weil damit habe ich ja noch ja nie gespielt und ich habe auch von einigen gehört, dass diese Autodrive-Geschichte auf jeden Fall besser. Ups. Egal, verwechselt. Na prima. Tolle Kiste. Und da mal rüber. Na gut. Haben wir auf jeden Fall Reparaturkosten. Und wie gesagt, diese Autodrive-Geschichte muss ich mal gucken. Aber auf jeden Fall wird dann auf dieser Karte, wo ich im Auge habe, wird auf jeden Fall Curseplay eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Da werden wir auch mehr oder weniger den Realismus weitestgehend außer Acht lassen, was jetzt Fahrgassen oder so eine Geschichten anbelangt, weil die Felder sind da wirklich riesig. Also wirklich absolut riesig. Das, was ich gesehen habe, absolut heftig. Also gibt es hier und da ein, zwei Felder, glaube ich, die haben so um die 3 Hektar. Alles andere liegt so zwischen, boah, das, was ich gehört habe, so zwischen 6 und 13, 14 Hektar und noch mehr. Und deswegen wird da, wie gesagt, Curseplay eine mega wichtige Rolle spielen. Ohne Curseplay ist diese Geschichte gar nicht zu machen. Jetzt nicht im Singleplayer. Meiner Meinung nach ist diese Karte wirklich ein absoluter Multiplayer-Kandidat. Singleplayer meiner Meinung nach eher nicht. Dagegen hat die Hauptwacht noch kleine Felder gegen diese Karte. Vielleicht wisst ihr schon ungefähr, was ich meine. Hauptfach ist es aber definitiv nicht. Ist ja auch eine Vierfach-Map und ein realer Nachbau der Gegend dort um Hauptfach. Aber die ist es definitiv nicht. Diese Map, die ich im Auge habe, die hat, soweit ich weiß, eigentlich Global Company hat die, glaube ich, eigentlich gar nicht. So, meine Lieben,
würde sagen, wir fahren jetzt noch einmal zusammen hoch. Haben zwar hier eine schöne Arbeitsbreite von 6 Meter. Reicht auch völlig aus für die Größe der Felder hier. Größer brauchen wir hier auf gar keinen Fall zu gehen. Nur auf die Karte, wo ich da im Auge habe. Für das Multiplayer-Projekt denke ich mal, da ist 6 Meter grober ein Witz. Da ist dann das Helferlein ein paar Stunden beschäftigt damit. Hier auf der Ellerbach, wie gesagt, eigentlich jetzt hier zum Beispiel für den Schlag 140 ist das auf jeden Fall recht angenehm. Ja, ich meine, die Arbeit ist ja dann auch nicht gerade in 5 Minuten gemacht, aber muss ja auch nicht. Ein bisschen Zeit wollen wir damit schon verbringen. Immer runter. Na, ja. Sagt, du sollst hochkommen. So. Und das restliche Feld mache ich dann alleine fertig. In der nächsten Folge geht es, wie gesagt, dann darum, dass wir dann halt den Mais drillen. Weil die Bodentemperatur lässt es jetzt mittlerweile zu. Wir haben eine Bodentemperatur von 11 Grad, glaube ich, waren es. Jawohl, 11 Grad. 24 Grad Tagestemperatur. Und das auf dem... Na. Und das im späten Frühling. Also ist das schon eine relativ coole Sache. So, für euch ist dann hier auf jeden Fall Feierabend. Ich mache das hier auf jeden Fall noch zu Ende. Wie gesagt, in der nächsten Folge geht es darum, den Mais zu drillen auf beide Felder. So, das war dann jetzt hier praktisch so. Ja, so dass wir dann jetzt hier praktisch dann mal zur Aussaat kommen. So, meine Lieben. Wie gesagt, für euch ist hier Feierabend. Ich mache das alleine fertig. Bis zur nächsten Folge sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, damit, dass ihr wieder mit dabei wart. Freut mich wirklich sehr. Und ja, bis zur nächsten Folge sage ich bye bye, euer Agrargamer.